Willkommen zu einem weiteren Artemis Suite Tutorial. In folgendem Tutorial erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten der Geräuschwiedergabe mit dem Mark Analyzer, wie zum Beispiel die Funktion des Playback Spots. Im aktuellen Mark Analyzer wurde die FFT vs. Time Analyse einer Marke berechnet. Standardmäßig zeigt der Mark Analyzer neben den ausgewählten Analysen auch das Zeitsignal der Marke an. Klicken Sie auf das Wiedergabesymbol und die aktuelle Marke wird abgespielt. Zum Anhalten der Wiedergabe klicken Sie erneut auf das Symbol. Diese und weitere Wiedergabefunktionen können Sie auch mit dem Player nutzen, den Sie unter dem Punkt Playback finden. Selektieren Sie einen zeitlichen Abschnitt in Ihrer Marke, indem Sie die Markierung am Anfang und am Ende des Diagramms verschieben. Verschieben Sie diesen Abschnitt durch Klicken und Halten der oberen Leiste. Die Wiedergabe beschränkt sich nun auf den zeitlich eingegrenzten Abschnitt. Möchten Sie die Wiedergabe einer Marke nicht nur zeitlich, sondern auch frequenzmäßig eingrenzen, können Sie in 3D-Diagrammen den Playback-Spot verwenden. Für eine bessere Übersicht wird zunächst die Darstellung des Zeitsignals in den Properties des Mark Analyzers abgewählt. Mit einem Rechtsklick in den Mark Analyzer erreichen Sie unter anderem das Cursor-Menü. Wählen Sie den Playback-Spot über das Symbol ganz rechts im Cursor-Menü aus. Die Wiedergabe beschränkt sich nun zeitlich und frequenzmäßig auf den Bereich innerhalb des angezeigten Vierecks. Durch Verschieben und Ändern der Größe des Vierecks können Sie bestimmen, welcher zeitliche Abschnitt und welcher frequenzmäßige Anteil des Signals wiedergegeben wird. Durch diese Selektion bietet der Playback-Spot die Möglichkeit, markante Geräuschanteile zu erkennen und zu bewerten. Möchten Sie das Geräusch des eingegrenzten Bereichs separat weiterverwenden, bietet sich die Play-to-File-Funktion an, die Sie über den Player erreichen. Klicken Sie auf das Play-to-File-Symbol und der eingegrenzte Bereich wird als eigenes HDF-File an dem zuvor ausgewählten Ort auf Ihrer Festplatte abgespeichert. Möchten Sie einen Eindruck über den perzeptiven Unterschied mehrerer Marken gewinnen, bietet sich die Verwendung von mehreren Mark-Analysern an. Bei der Berechnung mehrerer Marken öffnet sich für jede Marke ein eigener Mark-Analyzer. Platzieren Sie die Mark-Analyzer per Drag-and-Drop der Tabs so, dass die Ergebnisse aller Marken gleichzeitig sichtbar sind. Geben Sie eine der Marken wieder, indem Sie auf einen der Mark-Analyzer und anschließend auf Play klicken. Der Übergang bei der Wiedergabe erfolgt dabei zeitsynchron. Für diesen Übergang von Marke zu Marke können Sie auch eine andere Einstellung wählen. Gehen Sie dafür im Player auf das Zahnradsymbol und Sie erreichen die Playback-Options. Unter Playback Configurations können Sie den Item Switch Mode wählen. Neben der Einstellung Time Synchronous kann der Wechsel von Marke zu Marke während der Wiedergabe auch drehzahlsynchron erfolgen. Bei der Einstellung Always from Beginning wird eine Marke immer von Anfang an wiedergegeben. Nun haben Sie einen Überblick der Wiedergabefunktionen mit dem Mark Analyzer bekommen. Eine weitere nützliche Funktion, die Sie mit Hilfe des Mark Analyzers nutzen können, sind Playback-Filter. Mehr Informationen zu den Playback-Filtern erhalten Sie in einem separaten Tutorial.